Guten Abend. Fast 250.000 Mal verkaufte sich Ihre erste CD und bereits 180.000 Mal Ihre zweite. Ein sensationeller Erfolg für Gölle und Band. Auch Ihre Konzerte sind fast regelmäßig ausverkauft. Dabei gibt sich Gölle selber verschlossen. Seit über einem halben Jahr gewährt er keine Interviews mehr. Mit einer Ausnahme. Paul Rieneker ist es gelungen, Gölle und Band für einen Doc-Film zu begeistern. Wir zeigen Ihnen nun den Bürzer, der zum Rockstar wurde, wie er noch nie zu sehen war. Gölle und Band, die faszinierende Geschichte einer Traumkarriere. Viel Vergnügen. In einer Woche. Das war gut. Im Eigenen projizieren. Wo sie die so auflöpfen, blöd gesagt. Ja. Auf das Podest. Fast wie ein Superman, oder? Da sage ich mir alle, shit, wärst du es nur? Wärst du nur ein Superman? Ja, und könntest die Welt verändern. Aber ich kann sie nicht verändern. Und wir sind ja nur ein Lied. Du nehm morgen fest, ist alles grau und nass. Seht keine Menschen mehr. Und noch immer schon dort gehen. Merci, Slatu. Der Himmel von Wochen. Und es regnet, was es aber macht. Nur im Schaufenster vom Reisebüro scheint die Sonne noch. Hat die Flüge zum Fliegen, flog ich mit dem Wagen vor, du gib mir mehr. In ein Land ohne Nacken, wir regnen in ein Land ohne Sonne. Ich gehe heute noch auf und auf. Hey, fahr auf und auf. Yeah! Seit dem Sommer 1998 ziehen Gölle und Band durchs Land. Sie sind, wie hier in Gampel im Wallis, die Hauptattraktion der Openairs oder sie spielen in ausverkauften Sälen. Die Geschichte eines nie dagewesenen Erfolges. Heukeli. Das ist schon Sex. Mhm. Ja. Also manchmal ist es geiler als Sex. Sicher. Und ich hatte guten Sex in meinem Leben. Das kann ich nicht beurteilen. Also mit mir noch nicht. Es fehlt mir noch im Wohlbüchs. Also nein. Das ist wirklich... Boah, das kannst du gar nicht beschreiben. Wenn du es nicht selber erlebt hast, das kann ich ja nicht erzählen. Du weißt, das ist halt etwas... Ja, so, das ist halt Magie. Ja. Ein paar tausend Leute vor dir sind, einfach, du merkst einfach, die hat eine geile Zeit. Du. Da hast du einfach eine geile Zeit. Ja. Ich bin vom Abrühren rund und zu, das ist zu viel. Weißt, das ist wie eine Droge. Aber nicht für das Ego, sondern für das Herz und für den Bauch. Weil du merkst, hey, du gibst den Leuten etwas, wo ihnen gut tut. Oder? Das ist ja schon dran. Und dann kommt es rüber. Und dann helfen die Leute dir, wenn es dir nicht gut geht. Und die anderthalb, zwei Stunden, wo wir auf der Bühne sind, geht es mir helfen. Du bist ein Ein begeistertes Publikum, eine entspannte Band nach dem Gig.
Gölle, die vier Musiker und die beiden Sängerinnen, sie alle hatten sich über viele Jahre hinweg intensiv mit Musik beschäftigt. Doch was im Sommer 1998 losging, hätte sich zuvor niemand von ihnen zu träumen gewagt. Erinnerungen an die Anfänge einer unglaublichen Erfolgskarriere. Plattenbude hat gesagt, ich habe 14 Tage eine Band. Und keine Ahnung gehabt, wer das ist. Ich habe geblufft. Das hat kein Problem, keine 14 Tage eine Band, gar nicht studiert. Keine Ahnung gehabt, wer ich so frage. Wenn ich ein Konzert hatte mit irgendeiner, ja, nicht der Schülerband, aber ein bisschen weiter, dann ist er schauen und er hat den Gig gehabt, dann bin ich schauen, irgendwo in einem Pub oder in einer Garage oder in einem Festli. Und so hat man ihn kennt. Und dann dachte ich, frage ich gar nicht, weil das sowieso nicht, oder? Weil er hat die Zeit gekannt, wo sie mir zustimmen mussten, müssen einen Pfosten bringen, sind nicht bei ihm geflogen während des Spielen. Nein, also, weil du zu viel gelötet hast, oder? Ja. Ja. Aber. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme dann schon, oder? Dann habe ich gemeint, ich höre nicht recht. Und ich habe gesagt, komm, helfen wir spielen. Und dann dachte ich, scheisse, hure gut, oder? Ich wusste, dass ich spiele, zack, stark. Ich habe ihm gesagt, dass er das Band mal schicken, es würde mich interessieren, es würde vielleicht helfen oder so. Ja. Und im Hinterkopf hatte ich, dass ja, wir sind ja dann in der Zeit sind wir mit drin gewesen, mit Bands selber produzieren und unser Zeug. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir vielleicht das, wenn ich die Jungs frage, könnte man das vielleicht zusammen machen. Es wäre schon ein, so ein eingespieltes Team. Und so ist das gegangen, das Band bekommen. Und das ist natürlich Banddeutsch gewesen, gell? Du hast zum Beispiel gesagt, vor 2 Jahren wir machen mal Mundart-Rock, oder? Ey, hat mich gesträubt, oder? Das hätte ich mir nicht im schlimmsten Traum vorstellen. Also ich kann jetzt wirklich sagen, bis auf Renno, oder? Kann ich wirklich von uns hinein sagen, das lasst jetzt wirklich kennen. Also wirklich machen Bock um das Zeug, ich habe es einfach nicht gern. Dazu ist noch auch, dass der Göhle hat gesagt, oh, hör, es ist einfach, ich habe ein Problem, ich habe kein Geld, oder? Ich habe gesagt, ich habe null Stütze oder keine Rappen, so wie dann. Und das Einzige, ich sollte Steuern zahlen, oder? Das lasse ich jetzt aber mal sein, weil ich gehe jetzt mit dieser Gemeinde ins Studio. Ja. Und ich habe gesagt, alles, was ich zahlen kann, alles, was ich vermag, ist, wenn ich Steuern nicht zahle, kann ich Studio zahlen, aber ich kann keine Rappen geben, für das ich wohne. Du musst einfach aus Freude kommen. So, Tömmel, komm schnell hinten. Dann habe ich jeden hinten genommen, oder? Und so gefragt, weißt du, ist ja so, oder? Und dann haben sie schon, ja was? Ja gut, ja Banddeutsch, aha, ja, ja. Aha, muss man ja alles selber, ja mal. Und die Songs auch noch so ein bisschen arrangieren, Komponie, ja, ja, mal, mal. Der Rösel sagt, aber schau, wenn du hilfst, helf ich, oder? Und dann die, ja klar, gell, sowieso, kein Problem, gell. Und dann, Herr O, hat er so gebucht. ja, gesagt, getan. Mhm. Und alle auch gesagt? Ja, alle ja gesagt, ja. Das könnte normal so sein. So wie dann, wo ich noch mehr oben war. Und mache sie, was du nicht denkst, ich bin. Das denkt man so nicht, wenn ich mal so sein. Ich hätte noch viel blöder da. Hat nichts an mir vorbeigehen. Wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht verändert habe. Ich hätte noch viel blöder da. Hat nichts an mir vorbeigehen. Sie haben aber von dir verlangt, dass du nicht mehr so aufschst, gell? Ja. Das ist weißt du, das war nicht so das Problem, weil ich habe mich ja bei geheiratet, weißt du. Und dann, der Gil ist gekommen, habe ich gesagt, jetzt ist fertig mit dem wilden Leben. Also, ja gut, wir sehen schön ausgesehen. Vier auch noch ein bisschen zwischendurch. Aber nicht mehr so. Aber nicht mehr so wie früher, weißt du, einfach ständig einen am Helm so, und dann gesagt, ja. Das Leben ist gut, von euch. Das war schon schön. Es hat auch gefährdet. Sie hat gesagt, du
weil sie die Geschichte alle gehört vorher. Weißt du, wie ich früher erzählt habe? Ja. Ja. Sie haben gesagt, vor dem Konzert wird nicht gesoffen. Aber das ist ein schönes Problem. Ja. Wir sind einfach davon ausgegangen, wir gehen das spielen. Und dann hat der Göhl hat eine schöne Platte. Und dann tut sich das wieder trennen, wie es eigentlich immer war. Oder? Dann war das erste Treffen, ein Junger, oder? Und wir haben ja lange einen Sänger gesucht. Aber einer, der Englisch singt. Einfach so einen Schalter, oder sagt man den Rockschalter nicht. Dann haben wir da Leute ausprobiert und so. Das ist jetzt irgendwie wirklich Excuse, aber das ist jetzt einfach, dass wir es nicht können brauchen. Es hat es einfach nicht gegeben. Das, was wir, ja, das, was wir haben wollen, also das soll jetzt nicht grosskotzen tun oder arrogant tun, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das, was wir haben wollen, hat es einfach nicht gegeben. Hier. Oder? Und dann eines Tages kommt einfach der Göhle mit seinem 10er Pack Bier und mit seiner Flasche Whisky dann da oben, haben wir angefangen zu üben. Und das ist eben aus dem aus entstanden, dass der Sänger eben zu uns kam. Und er hat eben auch Berndeutsch gesungen und nicht Englisch, oder? Das war noch das Zweite gewesen. Und das ist irgendwie einfach, ja, ich weiß auch nicht, es sind einfach so Sachen, die auch so sein oder? Ich weiß es nicht, wir haben englischsprachigen Sänger gesucht oder irgend so, dann kommt einfach ein banddeutscher Bauarbeiter, Maler, Autolackierer, oder? Und, ja, ein Büzer, wirklich, war wirklich ein Büzer gewesen, der ist auch bei den Überhudeln runter, kommt proben, oder? Mit noch irgendwie Farbe an den Fingern, das weiss ich noch gut, oder? Auf jeden Fall sind wir dann in das Studio, haben aufgenommen, am Freitag und Samstag, irgendwie etwa weiß doch nicht, etwa 15 Nummern, 14 Nummern. Ich habe keine zweimal gespielt, aufgenommen. Und das war da, auf und davon gewesen? Das ist die Basis eigentlich, ja. Die Urversion. Ja. Gut, haben wir noch einen anderen Gitarrist gehabt, das müssen wir auch noch sagen. Was? Gar nicht da gewesen. Du bist du da gewesen? Nein, zur Europa-Tour. Und du hast dann eine Europa-Tour gehabt mit Danger in Dream. Ja, und was hat er denn mit dieser Platte gemacht? Er ist dann gegangen mit dem, oder? Ja. Du hast dann eben der Rafa getroffen vom Soundservice und der hat ihm dann auch gesagt, ja, das könnte noch etwas werden, aber nicht so, wie das da und da hier. Das muss man ein bisschen umarrangieren und Gitarren neu spielen. Und er hat mich der Hör so angerufen. Nein, der angerufen, der hat gesagt, du hast Ledu, das habe ich fast nicht dafür gehabt. Also, ich denke, der macht das nie im Leben. Oder? Nein, also, denke, du hast Ledu, weil du spielen Berndeutsch, gell, und so. Nein, bist wirklich stumm gewesen. Also, es war so, eben, das Produkt eigentlich gehört bei ihm daheim. Und ich höre keine Berndeutsche Musik, also ich habe es nie gehört. Ich bin eigentlich mehr so staatorientiert. Ich habe das bei ihm daheim gehört und habe gefunden, hey Mann, das hat etwas. Schade, ich wäre gerne dabei gewesen. Mhm. Und das hat mir enorm gefallen. Und vor allem die Texte haben mich beeindruckt, also wirklich. Und wie es so hat müssen kommen, oder wie es eben ist gekommen, wirklich zwei Wochen später oder drei Wochen später läutet er mir an und sagt, die will es wirklich noch einmal neu machen, also Gitarren. Mhm. Oh ja, sofort ja gesagt. Also nur Gitarren oder alles? Vor allem Gitarren einfach neu arrangieren, neu einspielen und ein paar Songs noch dazu, dass man eine Auswahl hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mit dem quasi abgeschlossen, eine Woche bügelt auf und davon. Die Lines, Gitarren, alles neu gemacht. Und dann in das Studio in zwei Tagen sicher gemacht. Ja, und dann haben wir das gemacht und abgemischt. Und das ist, hat einfach so getönt, wie es jetzt getönt, die Auf- und Vorzähne. Mhm. Und der Rafa Wittmer war ziemlich zufrieden gewesen. Mhm. Hat es geschonnen. Mhm. Oder? Wir würden es auch nicht erwartet. Und wir haben nicht erwartet, dass er zufrieden ist. Gentlemen, working class hero Göhle just left the building. Zigarette auch noch.
Am Tag nach Gampel weiter nach Vaduz. Als im Sommer 98 die erste CD eingespielt, aber noch nicht im Handel war, wollte noch kein einziger Konzertveranstalter einen Auftritt mit ihnen riskieren. Zwei ausgekoppelte Singles, Drana und Schwan, liefen auf lokalen Radiostationen. Doch Konzerte waren noch keine gefragt. Das hat niemand interessiert, oder? Am Anfang? Nein. Wir haben zum Beispiel ein Management gesucht. Und wir haben zum Beispiel auch gesucht, einen Konzertveranstalter, den wir hätten können für gratis. Ja, wirklich gratis, oder? Das ist kein Problem. Da wären wir spielen. Und das hat einfach niemand wollen. Das hat niemand interessiert. Wir haben keinen Manager gefunden, wir haben keine Konzertagentur gefunden. Und das aber irgendwie ab, ich weiß doch nicht, 2 Monate, oder? Dann hat uns aber der eine Radiosender, Radio M, hat uns ermöglicht, dass wir können. Das Konzert spielen. Und Radio B. Und Radio B auch, ja. Noch, oder? Ja, und zwar beides zusammen am gleichen Tag, wie das der Zufall so wollte, oder? Wie es abgemacht wäre. Du hast geschissen. Konzertvorbereitung in Vaduz im Spätsommer 1999. Der 68. Auftritt innerhalb eines Jahres ist angesagt. Vor ihnen tritt der Schlagerparodist Dieter Thomas Kuhn auf. Doch auch hier sind Gölle und Band die Hauptattraktion. Bei ihren ersten 2 Konzerten im Sommer 98 spielten sie noch gratis. Und die Konzerte sind gut gewesen. Ja, salut. Das ist eben für mich ist das erste Mal gewesen, als ich es so realisiert habe, wie in welche Richtung es ungefähr gehen könnte. Und zwar dann, am Abend, das zweite Konzert. Am Nachmittag ist es nicht, es waren so 200 Leute vielleicht. Ja, das war schon heiss wie ein Morgen. Das war sehr gut. Es sind mehr Kollegen. Ja, ja, ja. Ich sag, am Abend gut, so, ist noch tough, so, es kommt noch daher. Aber dann am Abend, gell, sind wir dort durch. Und dann haben wir gedacht, oh Schreck, wo sind wir da? Kommen wir in den Boden, oder? Mit den grossen Meränken hinten. Gell. Und hat es den Strom? Ja, hat es den Strom. Dann haben wir einen Soundcheck gemacht. Dann sind da Leute gekommen, oder? 100, 200 Leute. Wir denken, was wollen die da? Da kommen auch immer so viele an die Kiel bei der Tobe, oder? Dann haben wir das Konzert angefangen. Dann sind einfach schlussendlich 1500 Leute da oben gewesen. Dann sind 1500 Leute einfach wegen uns da jetzt hier im Stämmetal aufgeblochen. Ja, und da wie ein Schwein. Ja, und jetzt schon die Sachen mitgesungen. Dann haben wir gesagt, das war noch nicht einmal draußen gewesen. Das ist so extrem. Das ist so extrem eingefallen. Ja, vor allem alles, wirklich von so kleinen Knöpfen zu vorderst, vorne. Bis, was ich nie gedacht habe, also, ja, früher habe ich gedacht, Mundart und so, das kann doch nichts sein. Aber wirklich, gell, wirklich Homeboys in den breiten Hosen, die denkst, die würden das Zeug nie hören. Sie sind zu vorderst, vorne gestanden und haben mitgesungen und tanzen. Eben eine 60-jährige Mandeln im Festen und und auch die Landschaft und alles dort. Dann habe ich nur noch geheult auf der Bühne. Ehrlich? Ja. Richtig Tränen? Ja. Ja. Ich bin da gestanden und einfach die Leute und das Licht und die Umgebung und alles. Ja, das darf nicht wahr sein. Das, was mir dann wirklich Freude gemacht hat, oder das habe ich zuerst mal erlebt, ist, sie singen Songs mit, oder? Vorher haben wir gerne in Englisch und so und Judy Hui, die verstehen sowieso viel nicht und wenn es neu ist, sowieso nicht. Und dann singen die Tränen mit, oder? Und tanzen und schwofeln. Die Kleinsten und die Grössten, die haben sie fast durchgekriegt, oder? Und da ist keiner mehr nachgekommen. Ich glaube, es ist ein Erlebnis, das keiner vergisst. Ja, das ist eindrücklich. Ja. Wirklich vorderst sind wirklich kleine Kinder gestanden und haben das mitgesungen, oder? Und das, wenn du das zuerst mal siehst, so. Das berührt dich schon. Ja. Das berührt ihm noch heute, muss man sagen. Ja, also das Konzert. 70, 80 Konzerte, wenn kleine Knöpfe vorne stehen, irgendwie und mitsingen. Ja, du liebst mich. Schwanz und Weiss verstehen.
Patrick hat den Schwan aus Zucker Blasen gezogen und möchte ihm gerne jetzt zusammen mit mir einen Göller überreichen. Göller? Die Röntgen, die strübsten Siechen, hey, die Grossmütter sagen, wir haben hohen Frieden mit allen, gell? Das ist zu viel, oder? Und an dem habe ich Freude, weißt, dass wir irgendwie eine kleine Brücke machen können. Nämlich. Eine kleine Brücke machen. Das Gleiche, wie sie mir alle beschreiben, sie sind das erste Mal in ihrem Leben, dass die Eltern und Kinder gleich eine Musik hören. Und das macht mich stolz. In den Anfängen organisierte Urs, der Drummer, noch alles selber. Einen Manager hatten sie noch nicht. Ich habe wirklich effektiv einen Manager gesucht. Und dann war es plötzlich einfach gegangen, einen zu finden. Oder? Dann haben viele, die abgesagt haben, sich plötzlich dafür interessieren. Weil sie sehen, es läuft, oder? Tipptopp und so. Da könnte man vielleicht noch Geld verdienen. Und wir haben uns dann einfach für Tom Metzger entschieden, weil der als Mensch, als Typ am besten zu uns passt. Oder? Wie bist du denn auf ihn gestossen? Ich bin notlos gekrascht. Das ist so, sie haben mal die Scherbe rausgebracht, sie hat angefangen laufen, vor allem im Oberland. Und dann plötzlich am Abend steht der Urs und mit ihm da vor der Haustür. Mhm. Und dann bis morgen um 4 Uhr ein paar Bier getrunken, geschnorrt und dann ist er aufgestanden und gesagt, du bist es. Mhm. Ich habe gesagt, ja, komm, vergiss es, ich gehe morgen für einen Monat in die Ferien. Wenn ich heimkomme, habe ich Gold und sind Nummer 1 in Hitparade. Und dann sind sie irgendwie bei einem... Und wir haben gelacht. Und dann sind sie irgendwo bei einem Profi, oder? Bei einem der Grossen. Und dann sagt er, nein, du bist ein Arschloch, ich will dich. Mhm. Und dann komme ich nach einem Monat zurück und dann hat er mir angerufen und gesagt, oh, wir sind Nummer 1. Und er sagt, ja, das habe ich ja gesagt. Wir haben Gold. Ja, das habe ich ja gesagt. Wer ist es jetzt? Toto Gekko. Und er ist es so. Wir haben bis heute keinen Vertrag zusammen. Ja. Übrigens. Mhm. Null. Also, Chance. Und funktioniert. Auf Vertrauen. Bis jetzt schon noch, ja. Ja, das ist cool, es ist noch das alte Gesetz. Weißt. Und manchmal macht man es auch gehässig. Mit was zum Beispiel? Weil es einfach ein sturer, hoher Bock ist manchmal. Mhm. Danke. Aber Vatergrad? Was Vatergrad? Er ist Vatergrad. Ja, das ist auch, das ist auch von Art und schön. Es macht es halt nicht immer einfach zum Bügeln. Mhm. Aber es muss so sein. Du musst einfach eben auch Vatergrad sein. Also. Aber nicht irgendwie, wie das am Anfang mal passiert ist, dass man irgendwie halt in eine Fernsehsendung geht und sagt, sie müssen spielen, oder? Dabei muss er dann noch schnorren und er weiss nichts davon. Und sieht dann in der Garderobe das Kärtchen vom Eschbacher. Ich freue mich auf unser spontanes Gespräch heute Abend. Dann steht er halt einfach auf, lädt die Jacke an für eins. Also ich kann dann 2 Stunden hinten nach dem Säckchen und sagen, ich kann nicht machen. Weil die ganze hohe Sendung ist an dir aufgehängt. Eine Geschichte, die unglaublich ist, aber wahr. Und darum ist er auch hier. Der Göller! Willkommen, Maria Aspik. Bei dir ist eine richtige Post ab. Noch vor dem August hast du die Gitarre nur vorgeknüppelt, wo du den Servo abrätelt hast und schon lange nicht mehr an eine Karriere geglaubt und jetzt plötzlich ist es so richtig losgegangen. Macht das nicht ein bisschen Angst? Nochmal schon. Es ist einfach ein Lehren. Ein Lehren von was? Ja, mit dem ganzen Mist umzugehen. Dann. Ist das ein Mist? Ja. Was ist denn der Mist? Ja, eben zum Beispiel hier von Hocken, von Leuten, oder, wo ich fast in die Hose schiesse. Ja, ich geh. Mir läuft der Schweisscheid um. Es ist klar, es ist einfacher, wenn du einen Künstler hast, der sich immer zur Verfügung stellt und jeder eigentlich mitmacht. Aber ich glaube, ob dir das mehr nützt, das ist auch noch dahingestellt. Weil meine, es gibt so viele Bands, die haben vielleicht jetzt nicht so viel Presse wie er, aber die haben wahnsinnig Presse. Die werden gepusht vom Radio, vom Fernsehen und verkaufen dann gleich nichts. Also es ist schlussendlich immer noch der, der in den Laden geht, der die Erde kauft, der entscheidet, spricht man das hier unten im Bauch an oder nicht. Also da kannst du noch so Marketing betreiben, wenn es die Leute nicht wollen, dann weiss ich es nicht. Ich habe immer gesagt, wenn wir 3'000
CDs wegbringen, sind wir Helden. Da sind wir definitiv Helden. Weil das ist eigentlich das, was so normale Bands, also ich sage jetzt nicht die, die schon etabliert sind, aber ja, das ist so normal irgendwie. Zum Starten. Mhm. So handgelesen mit der Musik, wie das ja ist, was wir machen, oder 3000 Stück. Ja, das auf, da wären wir wirklich für uns selber auch die Helden gewesen, oder? Und mit dem habe ich gerechnet. Gölä, wann hast du das letzte Mal gerannt? Weisst du? Letztes Mal, wenn er das letzte Mal gerannt hat. Vielleicht wüsste ich es, aber das erzähle ich auch gleich. Vielleicht gibt es jetzt eine Träne. Ich glaube, ich weiß es, das ist. Immer. Der Gölä hat Doppelplatin. Das ist absolut einzigartig. Gölä und seine Band. 100.000 verkaufte Auf- oder Vor-CDs waren es damals. Fast 250.000 sind es heute. Und von Wildi Ross, der zweiten CD, bereits 150.000. Das staunt die Konkurrenz. Doch der Opa und Dinosaurier des Schweizer Mundartrock, Polo Hofer, meint dazu: Die Gölä ist bei gleicher Plattenfirma wie ich und Zürich West und Stiller Haas und noch viele andere. Und das geht auf und ab mit der Bilanz und so. Und manchmal hat es geharzt mit der Auszahlung. Aber seit der Gölä bei dieser Firma ist, geht es uns allen anderen gut. Es geht jetzt immer pünktlich Kohle und merci Gölä. Das hätte sich gar keiner vorstellen, wie das eigentlich ist. Auf einmal musst du überall sein, oder? Und du kannst auf der grössten Bühne stehen, weißt du? Du, ein Jahr vorher, ich war mit besinnen, bin von Gurten, bin ich dort sogar auf die Bühne, die grosse Bühne, oder? Da dachte ich, wow, das wär's, weißt du? Mal dort oben stehen. Dann macht es Bang, oder? Und dann stehst du ein Jahr später selber da. Auf der Hauptbühne. Wirklich zur Besten. Und dann bist du an sämtlichen grossen Konzerten, Open Air, bist du dabei. Ja, das musst du zuerst irgendwie. Ja, nicht nur das mehr, weißt du? Du denkst dann irgendwie, du siehst irgendeine Band im Fernsehen. Du schaust irgendwie, oder Benissimo zum Beispiel, oder? Dann denkst du, wow, grösste Samstagabendsendung im Schweizer, oder? Und dann bekommst du ein Angebot, dann denkst du, hey, jetzt spielen wir dort, oder? Kultur ist ja. Wie verrückt. Wo denn so in nächster Zeit? Du fragst mich Sachen. Du. Also ich fahre ihn einfach halt dahinter nach und gehe spielen. Aber wir wissen von dir, dass du heute Abend noch einen Auftritt hast. Ich glaube, in 3/4 Stunde oder so ist fast nicht möglich. Ja, du zahlst ja den Heli, also geht's. Und zwar zu Willisau. Zu Willisau hat der Gölä heute einen Auftritt. Aha, wer ist das? Das ist eure Vorgruppe, glaube ich. Das ist Vorband. Jawohl, und jetzt sehen wir dann, ob es ausverkauft ist oder nicht. Ja gut, es ist ein bisschen... Oh, oh, Gölä, die sind alle wegen dir gekommen. Schau mal, die vielen hübschen Mädchen in der ersten Reihe. Leck mir, Rockstar müssen wir sein. Ja, die sind alle für den Tunnel. Das ist für Teenager zuständig. Okay, jetzt weißt du was, die warten so auf dich. Meinen, du trittest um Viertel auf, das schaffst du sowieso nicht mehr. Aber ab in den Heli und wir hoffen, dass wir dich dann dort sozusagen auf der anderen Seite von der Leinwand sehen. Mach's gut, schönes Konzert. Merci, super. Ciao Gölä, guten Flug. Ich habe meinen Traum erfüllt, Benissimo, wie zum Herrn Thornherr, und habe mein Autogramm. Ich muss noch sagen, das können wir einfach so wegstecken. Ja. Und dann, in der gleichen Wochenende spielst du im Volkshaus. Oder? Jetzt, die heilige Halle. Für einfach ein Musiker ist einfach das Volkshaus. Dort spielen einfach sämtliche Bands mit Rang und Namen. Also, das heisst, sagen wir, ganz grosse Acts, die spielen im Hallenstadion oder sonst in grossen Hallen. Aber sonst in der Regel bin ich einfach auch manchmal dort raus gewesen, habe meine Idol gesehen, dort, weißt du? Im Volkshaus? Ja, klar. Und du stehst einfach auf dieser Hurenbühne oben, die Bretter auf die Knie, wo ich dort war, weißt du? Und das sind einfach Emotionen, eine Art, weißt du? Der Gölä! Den doppelten Privalo 1998. Einerseits in der Sparte Rock-Pop, andererseits als Publikumsliebling. Besuch eines Kumpels aus alten Tagen, als Gölä noch nicht berühmt war. Tom Hoffer. Ja, gesehen, bis er berühmt wurde. Seitdem wollte ich nichts zu tun haben. Wir haben alles zusammen erlebt. Also von dem ist einmal am Baggersee. Mit Schlammsee, ich. Dann haben wir einen Bumerang gehabt, dann ist er zum Metz in Schlammsee geflogen. Und
Und das ist so, wie sagst du das? Ich weiß gar nicht. So, ja, so vom Käsewächter schlagen. Weißt du, es gibt so verschiedene Säle, machen sie auch bei den Käsegruben. Oder eins ist Wasser, das andere ist Schlick, oder das ist Eis. Und dann hat sie mit in den Huren Schlammsee und gesteckt. Gell, oben drauf gesteckt. Und dann haben wir gesagt, dann holen wir. Und dann haben wir dort ein Ding gelangt, Palette. Weißt du, die Holzpalette, wo das Zeug drauf ist. Da. Und dann haben wir einen Weg rausgelegt auf den See raus, weil du schwimmen kannst nicht im Schlamm. Oder laufen kannst nicht im Schlamm. Also haben wir einen Weg machen. Dann haben wir die Holzpalette rausgelegt. Dann gell, sind wir draussen sind wir gewesen. Und nachher einfach, als wir zurück wollten, sind die Palette abgesoffen hinter uns. Und dann ist es so langsam, mit dem Scheiß. Und wir glauben, wir sind nicht einmal so offen. Wir haben gelacht, wie die Leute gesagt haben, jetzt ist es so, jetzt sterben wir wirklich. Nein, wir haben noch Zigaretten getrunken. Und der Kollege dann, der hat verstört. Winkler dann. Und der ist gesäckelt. Da ist die Palette holen und hat gelegt. Weißt du, immer wenn ein neues gelegt ist, ist es langsam abgesoffen. Und er hat uns zusammengeschissen. Wir sollen nicht noch lachen. Und wir haben ihm schon gesagt, dass er nicht so ins Grab legen. Ja, und wir haben einfach nur gerölt. Und der andere hat sich aufgeregt. Weißt du? Er hat uns gesehen, absaufen und wir lachen. Oder? Der hat das nicht begriffen. Gell? Hey, dann hast du gesäckelt. Das habe ich noch nie gesehen. Dann hat er ein Palett nach dem anderen, weißt, bis er wieder einen Weg hat. Er hat das Leben gerettet. Bis er wieder einen Weg hat gemacht, dass wir zurückkommen können. Das war cool. Trotz Auftritten an allen wichtigen Openairs und in allen großen Schweizer Konzerthallen sind sich Gölle und Band auch mal für kleinere Anlässe nicht zu schade, wenn das Umfeld stimmt. Hier auf dem Pilatus spielen sie gleich an zwei Abenden hintereinander. Stehst du vor, du singst es, dann passiert überhaupt nichts. Obwohl sie vielleicht mögen, wie am Morgen, und Klatsch und Freude. Aber bei dir passiert gar nichts. Du singst es einfach, dann ist es vorbei, dann stehst du wieder hinten. Und dann gibt es Gigs, die sie vielleicht sogar weniger mögen oder nicht so viel der gleichen Tür. Und dann irgendwie huddelt es dich. Dann hockst du dort und ja, wirklich, es huddelt dich. Und du weißt nicht, was genau was passiert. Aber es ist extrem. Es ist ein bisschen, ja, wie ein Kick. So. Wie wir im Moment haben, jetzt nicht gegangen. Das ist, so ist es angenehm. Oder es macht auch Freude, wenn irgendwie einmal im Monat jemand kommt und hier bist jetzt du nicht hier. Yeah. Also dann macht es noch Freude. Oder? Und dann denkst du, hey, jo, aber wenn du so wie ihn, eben, wo nie mehr herkommst. Und wir können jetzt noch, wir können wirklich überall her. Und dass die irgendjemand kennt, das ist ein Zufall. Oder? Yes. Ich glaube, so ist es auch noch schön. Jelly Jammer, wir sind fertig. Manchmal merke ich, dass sie total nervt, dass sie überall die Leute Autogramm haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du ein bisschen Badisch drin, dass du Lust hast. Es ist ja nicht nur ein unangenehmes Gefühl, oder? Das ist ja so, ich muss es dir erzählen. Wenn ich jemandem Freude machen kann. Ich verstehe das nicht, wenn man Freude haben kann, wenn man Autogramm ein Stück gibt. Es ist nur ein Kribbel, es ist nur... Weißt du, so etwas, was mit einem Schreiber macht? Das verstehe ich nicht. Geld ist mir wirklich ein Rätsel. Sani, Platz. Aber nein, vergesse ich das, denke ich auch so gut. Es gibt auch Leute, die Freude dran. Es gibt Kinder, die Freude dran. Und so. Aber wenn ich nicht begreife, warum. Aber wenn ich aber sehe, dass jemand Freude hat, dass jemand kann Freude machen kann, so, dann mache ich es auch gerne. Mama, die Flaschen, die Luft. So hat er keine Eltern. Ja, der hat aber nie vor Tor für eure Mutter. Euch zählt er erst an. Hey! Hey! Hallo! Oh. Sorry! Oh. Oh. Hey, du bist hier der Kollege! Und das Zeichnen. Kleine Zeichnung. Kleine Zeichnung? Irgendetwas. Ah, warte, du denkst, was nicht. Jetzt muss er euch noch so rein machen. Ja! Das ist geil, ich bin blöd, das ist schon lange. Ist das Joghurt? Nein! Ich
Ist gut. Ich kann neu machen. Auf voller Grimme. Aber ey, du hast ein falsches Foto geworden. Wenn von Anfang an, eben so wie er es wollte, die Band im Vordergrund wäre, glaube ich, hat man ihm sehr viele Sachen abnehmen und vielleicht auch Ärger erspart. Das heisst, ich meine, es hat sich vielleicht ein bisschen mehr auf 7 verteilt. Mhm. Und es ist halt so, dass für ihn es sehr schwer war, weil man einfach ihn kennt und sonst niemand. Es ist alles auf ihn los. Ich meine, mit ihm kannst du ja nie mehr durch eine Stadt laufen, oder? Wenn stell dir vor, wir sagen jetzt spontan, wir gehen etwas ziehen, das funktioniert gar nicht. Mhm. Also hast du in dem Autogramm gegeben und die Leute, ist doch der Blonde dort, oder? Uns ist viel erspart worden durch das. Und es ist halt einfach auch so, die Leute wollen hier einen Held, die wollen nicht 7, mhm. oder? Das ist jetzt mit dem, die sie sich identifizieren, das ist auch in Ordnung so. Mhm. Aber sind ihr nie eifersüchtig? Nein. Oh, Ado. Auf was denn? Nein. Ja, das ist mein erster Star. Sagt sie jetzt böse oder so? Ja, in den Medien und vorne immer. Aber ich glaube mir, er hat nicht mehr davon als mir. Weißt, das Gefühl, das man hat und alles. Oder wir sind als Band quasi, wir haben alle zusammen das gleiche Feeling, wenn wir auf der Bühne stehen. Oder? Ich meine, wo hast du am meisten Feedback? Das ist ganz klar live. Oder? Dort kommt etwas zurück. Oder? Dort wird geklatscht. Da bietest du den Leuten etwas und dort stehen 7 Leute drauf. Also, da hat jeder von uns, jeder Einzelne, hat seinen Schulterklopfer. Mehr als genug. Ja, das irgendwie auf eine Art Star, aber es ist einfach, es geht um sein Ring halt, oder? Man muss mit der Fußballmannschaft vergleichen. Jede Mannschaft hat ihren Star. Mhm. Aber ohne solide Hintermannschaft geht bei dieser Mannschaft auch nicht mehr. Und das ist der Star auch nicht mehr Star. Mhm. Ich nehme jetzt mal an, wir könnten wahrscheinlich jetzt immer noch hier die wunderschönsten Liedchen komponieren, weil es niemand singen kann. Wären wir immer noch in diesem schönen Übungsraum unter. Oder genau gleich umgekehrt. Dann könnte der Göhle daheim die schönsten Texte schreiben. Aber es würde vielleicht gleich niemand interessieren, eventuell. Was niemand wirklich könnte in dieser Form auch darstellen oder weiterentwickeln. Also eben, das ist das, was wir ja gesagt haben. Die Balance, die Faktoren, die da zusammenkommen, das ist das, was es einfach ausgemacht hat. Mhm. Für ihn so wie für uns. Ich möchte genau gleich sein, wie der Angel und der Brotlein kommt, weil ich das auch immer war. Das Problem ist, dass der mit dem Brot kann ich in Ruhe sein Bier auf mit seinen Kumpels, und ich kann es nicht mehr. Das nervt mich manchmal, weil ich einfach gerne mit den einfachen Leuten zusammen bin. So. Und wenn du mit dem ein Bier am Saufen bist und dann kommt jemand zu und sagt, hast du ein Autogramm, dann bist du schon wieder etwas Besonderes. Weißt du, was ich meine? Also, du bist nicht gleich wie der neben dir, weil der neben dir fragt niemand für ein Auto. Und das nervt, weil ich nicht mehr sein will und nicht rausstechen aus der Menge. Oder? Verliege mich in den Besen, weil ich dreckige Jodel habe. Keiner sagt alle Wege. Keiner fragt, was ich auch gemacht habe. Wie von oben bis unten fragen sich, was ich für einen bin. Obwohl sie alle mit ihrer Musik zurzeit gut verdienen, arbeiten 5 der 7 Musiker daneben fast voll in ihren Berufen weiter. Der Bassist René als Automechaniker. Der Drummer Urs als Drucker. Sandra ist gelernte Bankkauffrau. Ihre Schwester Babs ist Serviceangestellte, zurzeit im elterlichen Gasthof tätig. Der Keyboarder Thomas erteilt Musikstunden. Außerdem ist er Teilhaber einer Softwarefirma, die unter anderem auch die Homepage für Gölle und Band betreut. Der Gitarrist Sladu lebt schon seit seinem 23. Altersjahr ausschließlich von der Musik. Er tourte mit der renommierten Band Tangerine Dreams schon um die halbe Welt. Übrigens, bei Gölle und Band werden die Einkünfte aus den Konzertauftritten auf wohl einmalige Art und Weise auf alle gleichmäßig verteilt. Unser Nesthärtli, das Papsi, junge 18 Jahre.
Ich bekomme genau gleich viel mit. Bei den Live-Gigs, ja. Wir arbeiten ja beide neben weiter. Mhm. Könntet aber leben von dem, von der Musik. Im Moment schon. Ja. Mhm. Aber ich will das gar nicht. Irgendwie, wo ich glaube, es hilft dir, wenn du gegen einen Mann arbeiten musst, dass du eben irgendwie am Boden bleibst. Mhm. Jetzt, also mir geht es so, oder? Noch wenn wir so grosse Konzerte hatten und so viele Leute haben dazugejubelt und gemacht und dann am nächsten Morgen muss ich gleich irgendeinen, sage jetzt mal, Tubu oder so ein Bier bringen. Oder? Also es bleibt gleich alles genau gleich. Es hat einfach geholfen, ja, dass es nicht irgendwie einfach spinnen oder so. Das ist schon geholfen. Und mir geht es auch ein bisschen darum, ich würde lieber das Geld sparen, ich lieber auch. Geht einmal dick in die Ferien oder kann mir irgendetwas leisten. Zappus Gitarrenladen in Steffisburg war lange vor dem Erfolg schon ein beliebter Treffpunkt einiger Bandmitglieder. Gölle hat heute neben der Musik keinen weiteren Broterwerb. Er ist alleinerziehender Vater eines bald dreijährigen Sohnes, den er übrigens heute vor den Medien schützt. Es ist jeder gleich viel wert. Das, mit, das hast du jetzt erlebt, ein bisschen mit der Crew. So. Ja, weißt du, ich habe die andere Band so gesehen. So. Da muss ich aber lachen, wie die gross gekotzt, weißt du, auf die anderen oben anschauen. Und, so. Und meine, jetzt, sie sind es halt. Sie sind die Grossen. Und, so. Und wenn sie irgendwann noch etwas umschleppen, behandeln, als wäre es irgendwie ein Arschloch. Ja. Mhm. Und das sagt man eben nicht. Bei uns ist jeder gleich viel wert. Ja, wir sind auch eine Big Family. Mhm. Und wir haben auch gerne. Sicher, ich liebe die Jungs. Wir sind wirklich keine Familie. Du hast nicht das Gefühl, du bist einfach wirklich immer das Arschloch, das bezahlt wird. Und um 8, oder? Im Gallen ist eigentlich das erste Mal für uns alle, dass wir so richtig eine Familie sind. Also eine Räuberhorde. Ja. Also unter uns sind wir auch immer eine Familie, unter den Technikern und die das Zeug aufbauen und so. Schon, ja. Also wir, aber da sind wir jetzt richtig eben mit diesen Jungs so, auch zusammen und so. Und Girls. Und Girls, ja. Und haben einfach wirklich den Fun zusammen, das hat man wirklich selten. Das hat man wirklich, das habe ich also noch nie erlebt, so intensiv. Und ich mache das jetzt auch 14 Jahre. Das habe ich noch nie erlebt, so intensiv. Das ist ein schönes Gefühl. Und liegt es nur am Gehen oder liegt es an der ganzen Bande? Das liegt da auch nicht zusammen. Schon die ganze Bande. Ja. 8 Konzerte haben wir mit Gölle und Band miterlebt. Augenfällig für uns, der Erfolg hat seine Basis auch in einem einmaligen, unverkrampften Gruppengefühl. Und du schaust halt einfach, dass das Ganze rundum stimmt. Weil das merkst du darum auch, weißt, ob eine Band, was die machen, ob die wirklich Fun dran haben oder ob sie einfach verzweifelt oder verkrampft, weißt, irgendein Ding nachsäckeln. Und wenn du das Gefühl hast, mal, das ist alles echt, das kommt auch so über, dann läuft es auch. Dann löst es dann halt auch irgendeine Lawine aus oder so. Immer wenn die Leute reden, wenn du nur am Tisch hockst und zuhörst, dann merkst du, Scheiße, über was diskutieren die? Schulten, Form, wo eins oder weiss. Hey, was ist das für ein Schrott? Wir haben Probleme mit dem Köcken. Und sie diskutieren über Schulten. Weißt du, und regen sich auf, bringen den Huren Mist. Hey, fuck, jeden Tag sterben Tausende von Kindern, haben nichts zu fressen. Und das ist das, was mich so aufregt, weil bei mir etwas in der Zeitung steht. Da sage ich, hey, sind die noch ganz dicht? Wo ist das Problem? Das ist nicht interessant. Ihr müsst das Zeug bringen, was wichtig ist. Applaus.
Gelegentlich treffen sich Gölle und Band nach einem Konzert wie hier in Vaduz zu einer speziellen Autogramm- und Plauderstunde mit körperlich oder geistig Behinderten. Also die Leute noch mal ein Beispiel nehmen an denen, was es so geht. Die können den kleinsten Scheiß, weil die Huren Freude haben. Aber die, die gesungen sind, so, hey, die jammern über dieses Weise. Das geht gar nicht. Oder? Dann siehst du einfach Leute, die hier etwas fehlt oder da etwas kaputt ist. Und, so. Und die haben auch Freude am Leben. Oder? Und wir gegen jammern wegen irgendeinem Scheissdreck. So. Gehen ist zu gut. Nein, ich bewundere die Leute, ja, die Huren gerne. Irgendwie. Früher hatte ich genau gleich. Ich hatte gerne Kerne, Weiber und Zeug und Party. Huren gut, das hat auch gefickt, gebe ich zu. Aber dann kommt irgendwann ein Zeitpunkt, wo du etwas mehr anfängst zu denken, weißt, wo du nicht mehr so lässt ablenken, nur vom Feiern und allem. So. Dann fängst du an zu denken und denken und dann hört es nicht mehr auf. Dann denkst du nur noch. Also mir ist es so gegangen, sorry. Aber, ich habe ständig ein Gewitter im Kopf, ständig im Hirn, ich kann jeden Scheiß nachdenken. Und je mehr du denkst, desto weniger kommst du nach. Ja, wenn du wirklich Gedanken machst über die Welt, über die Leute und all so. Am Anfang war es einfach rein eine geschäftliche Beziehung. Halt einen Auftrag an mich. Und das ist aber alles zusammengewechselt. Und ich glaube, heute sind wir so weit, dass ich sagen kann, wir sind Freunde. Seine Einstellung zum Leben und so wie er es sieht, wenn das viel mehr Leute hätten, ging es auf der Welt viel besser. Das sind so viele Emotionen und Sachen, oder, die wir aneinander gegeben haben. Das ist irgendwie... Ja, das sehe ich einfach gerne. Irgendwie. Und zwar wie am Morgen. Und da ist mir wirklich das Herz gewachsen. Das ist ein guter Freund geworden. Echt. Aber wie hast du das Gefühl, wenn es vorbei ist? Kannst du mit dem leben? Easy, das ist kein Problem. Ich glaube, ich sogar Freude, dass du das durch ist. Wir schauen das so ein bisschen als Kalenderblatt an. Wenn du dann abreißt, ist voll Cheese. Ja, aber es sieht im Moment noch nicht so aus. Oder? Ja, im Moment schon nicht, aber so ist das Leben. Halt. Ja. Dezember 99. Gölle und Band bereits zum zweiten Mal im Zürcher Hallenstadion. Neben Stars wie Zuckerreis und Status Quo. Hallo, merci vielmals. Ich möchte noch etwas sagen, Otto. Weihnachten steht vor der Tür. Wenn wir nicht mal statt jemandem etwas schenken, der schon alles hat, vielleicht an die denken, die nichts haben. Merci. Manchmal da hock ich einfach da, stiere stundenlang bei dir, schau in ein Glas.
Am 1. April 2000 ist der letzte Auftritt angesagt. Danach machen Gölle und Band anderthalb Jahre Pause. Meine Lieder, das ist Selbsttherapie. Weißt du, was ich meine? Mhm. Andere haben einen Psychiater, der ist über Lieder. Ja, ist eher günstiger. Jetzt verdiene ich sogar noch. Ja, nein. Ja. Oder die meisten Leute, die sind froh, wenn sie ein Problem haben, wenn sie mit jemandem reden können. So. Aber ihr Problem erzählen oder darüber diskutieren. So. Und ich habe das halt vielleicht nicht gelernt oder so. Ja. Wir sind halt so ein Beto-Gring-Familie. Ja. Mhm. Und wenn das Problem ist oder so, dann machst du es für dich aus. Also bei uns ist es so. Also wenn man der Bär ist. So. Und dadurch sind wir einfach gleich. Das ist, wenn wir das Problem haben, dann machen wir das mit uns selber aus. So. Da wird nicht drüber geschnurrt.